Microsoft Studios. Three Industries. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Halo Master Chief Collection. Für die Leute, die meinen Channel noch nicht kennen, mal kurz ein paar Vorinformationen. Und zwar kenne ich Halo überhaupt gar nicht. Also ich hatte vorher noch nie eine Xbox. Die Xbox One ist meine erste Xbox, die ich jemals besitze. Und deswegen habe ich weder... Also ich habe noch nie einen Halo-Teil gespielt. Ist falsch, denn ich habe mit damals, mit, als es neu rausgekommen ist, Halo 1 mal... mit einem Kumpel im Koop gespielt, aber ich kann mich da überhaupt gar nicht mehr dran erinnern, also kein bisschen, nicht mal ansatzweise. Und deswegen ist es quasi alles blind für mich, von vorne bis hinten. Und ja, schön. Und ich werde es hier genauso machen, wie ich das bei Bayonetta gemacht habe. Mit anderen Worten werde ich Halo 1 und Halo 2 parallel let's playen. Denn Halo 2 ist das, was geremaked wurde, damit das ja wirklich Interessante hier an dieser Collection, die Anniversary Edition von Halo 2. Da ich allerdings, wie gesagt, Halo nicht kenne und die Story doch relativ relevant ist für Halo 2, wird dann Halo 1 parallel als Let's Play stattfinden und ich werde privat mehr Parts von Halo 1 aufnehmen, so dass ich ja persönlich die Story schon kenne, während ich mich dann im Let's Play von Halo 2 quasi schon drauf beziehen kann. Also Halo 2 immer nur das Nötigste, dass ich für jeden Tag ein Part habe und Halo 1 dann um einiges im Voraus, dass ich halt, ja, wie gesagt, mich auf die Story beziehen kann. Und sobald ich Halo 1 durch habe, Halo 1 dann mit zwei Parts täglich hochgeladen, sodass wir mit dem Let's Play zu Halo 1 auch vor Halo 2 fertig sind. Und dann kommen Halo 3 und Halo 4 normal hinterher. So ist der Plan. Es wird sicherlich auch einige Multiplayer-Runden geben, das jetzt nicht, denn jetzt muss ich erstmal, ne, hier 15 GB Update, das dauert ein bisschen auch mit meiner Leitung. Und ja, mehr habe ich nicht zu sagen, wir starten einfach mal direkt rein in Halo und wir machen einfach normal, weil Spiele sind für normal gemacht. The Pillar of Autumn. Entkommen Sie unversehrt, während Truppen der Allianz ihr Schiff entern. Levelzeit 15 Minuten oder was? Levelpunktzahl 25.000. Natürlich. Das macht für mich jetzt alles sehr viel Sinn. Die Allianz ist also das Böse. Sehe ich das richtig? Das ist schon mal ein guter Fakt, den man von Anfang an wissen sollte, dass die Allianz die Bösen sind. Da kann man schon mal zumindest ein bisschen was damit anfangen. Ich bin gespannt. Das ist übrigens auch die Anniversary Edition von Halo 1, das heißt die auf der Xbox 360 neu aufgelegte Version von dem eigentlichen Xbox 1, also dem ersten Xbox One, ersten Xbox-Titel, so. Halo ist ein Xbox-Titel und auf der Xbox 360 wurde er neu aufgelegt, deswegen die Grafik hier wahrscheinlich auch etwas besser, als sie in Halo 3 sein wird. Halo 2 wird die hübscheste Grafik haben und Halo 4, weil sie ein echter Xbox 360-Titel ist, die zweitbeste. Ich glaube, wir beide kennen die Antwort. Das war ein blinder Sprung. Und Sie sind... Vor uns angekommen? Ihre Schiffe waren schon immer schneller. Sie konnten uns auch gut verfolgen. Bei Lichtgeschwindigkeit kann ich kaum manövrieren. Für uns ein Blindflug. Bis wir abgebremst haben. Wir haben ein riesiges Loch im Subraum hinterlassen. Sie haben auf der anderen Planetenseite gewartet. Wie sieht es also aus? Unsere Jäger räuchern gerade ihren letzten Spähposten aus. Nichts Ernstes. Aber ich habe Signaturen mehrerer CCS-Kampfgruppen aufgefangen. Gehen Sie von drei Großschiffen pro Gruppe aus. In 90 Sekunden sind Sie hier. Tja, na dann. Geben Sie Gefechtsalarm Alpha aus. Alle Mann auf Ihre Stationen. Alle, Sir? Alle. Und Cortana? Hm? Empfangen wir sie recht herzlich. Habe schon angefangen. Achtung, alle Kampftruppen. Begeben Sie sich auf Ihre Stationen. Zug. Schleusen auf Deck 11 sichern. Zug 14 schließt sich an Shot Charlie der 22. Taktischen an.
Ihr habt die Dame gehört. Bewegt euch, und zwar plötzlich. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Unsere Aufgabe ist es, zu Ende zu führen, was die Flieger begonnen haben. Wir verlassen das Schiff und greifen die Allianz am Boden an. Wenn wir auf Feindtruppen treffen, reißen wir ihre Köpfe ab und spielen mit ihnen Fußball. Habe ich recht, Marines? Sir, yes, sir! Klar habe ich recht. Und jetzt raus! Ausführung! Achtung an alle! Wir greifen den Feind an. Externer und interner Kontakt steht bevor. Alle Greenhorns, die ihr jetzt von nahen sehen wollt, heute ist euer Glückstag! Wow! Gut, tauen wir ihn auf. Schalte untergeordnete Systeme online. Breche die Hülle in 30 Sekunden. Fertig! Bolzen in 5 Sekunden! Alle Systeme zeigen grün. Zyklus abgeschlossen. Und da sind wir. Entschuldigung für das schnelle Auftauen, Master Chief. Es ist gerade etwas hektisch. Die Desorientierung sollte schnell vergehen. Schön, dass Sie wieder da sind, Sir. Wir haben Sie sofort kampfbereit. Chief, der Master Chief. Ich brauche eine Kalibrierung für Ihren Kampfanzug. Gut, danke, Sir. Ich schalte Ihre Zustandsmonitore online, Sir. Der Held, der uns jetzt die nächste Zeit begleiten wird. Die Zeichen sind normal, kein Frostbrand. Okay, Sir, Sie können aus der Röhre kommen. Ich habe Ihnen die doppelte Dosis Aufwachmittel gegeben. Vertreten Sie sich hier erstmal die Beine und kommen Sie dann zu mir in die optische Diagnosestation. Steuert sich auf jeden Fall schon mal sehr flüssig. Die ersten drei Teile sind ja, glaube ich, auch alle drei von Bungie, von den Leuten, die Destiny entwickelt haben. Beziehungsweise andersrum eigentlich. Destiny ist das Spiel von den Leuten, die Halo entwickelt haben. Und ja, Destiny fand ich ja rein gameplaymäßig auch sehr gut. War jetzt nicht das super mega Spiel, weil es halt keine wirkliche Story hatte, kein richtiges Storytelling. Die Missionen noch relativ eintönig waren, aber das hat ja eh keinen Belang. Ich wollte nur sagen, dass sich das da auch sehr flüssig gesteuert hat. Und sehr gut. Also Gameplay war da klasse. Hallo. Ich weiß, sonst kümmern sich die Waffentechniker um ihre Zielsensoren, Chief, aber wir haben wenig Zeit. Schauen Sie einfach auf die blinkenden Tafeln, um sie auszurichten. Wenn Sie etwas erfassen, wechselt die Farbe. Blinkende Tafeln, blinkende Tafeln. Da und da und da und okay, da. Okay, das sieht gut aus. Sir, es gibt ein paar Probleme mit der Kalibrierung. Ich werde die Sequenz Ihrer Zielsensoren umkehren, vielleicht ist es dann besser. Versuchen Sie nochmal die Lichter anzuvisieren. Machen wir gern. Sind aber alle grün. Stehe ich nicht auf der roten? Ja, jetzt aber. So. So. Das ist scheiße, das mag ich nicht. Ist es so besser oder soll ich zurückschalten? Zurück? Ja, so ist Versuchen besser. Versuchen Sie nochmal nach oben und unten zu schauen. Soll ich es so lassen oder wieder umschalten? Ja, ich bin jetzt zufrieden. Okay, ich lasse die Sequenz, wie sie ist, aber Sie können sie später selbst ändern. Warum fragst du mich dann? Wir können jetzt den Energieschild testen. Folgen Sie mir zur Energieschild-Teststation. Feuerteams, beginnen Sie sich zu verteidigen. So sah sie übrigens auf der ersten Xbox aus. Die Toren zeigen ein Enterschiff der Allianz. Bereithalten zur Abwehr von Eindringlingen. Ist schon ein Unterschied, auf jeden Fall. Auf die gelbe Fläche stellen. Es dauert nur einen Moment. Aber den hier haben sie nicht unbedingt verhübschert. Okay, bringen Sie seine Schilder online. Verhübschert vor allem. Ich denke mir heute Worte aus, die sind super. Okay, Schilde werden als vollständig geladen angezeigt. Entladen, Sir, um die automatische Aufladung zu testen. So, solange ich dich angucke, bleibe ich in diesem Modus. Alles klar, wir haben Schild und wir haben Leben, das ist verständlich. Aufladung normal, alle Anzeigen auf grün. Brücke an Kryo 2, hier Captain Keys. Schicken Sie den Master Chief sofort hier rauf. Captain, dann müssen wir die Waffendiagnose übergehen und... Ausführung, Kryo 2. Aye, aye, Sir. Der Skipper wirkt nervös, also los. Um die Waffen kümmern wir uns später.
Okay. Okay, ich lasse die Selbstdiagnose weiterlaufen. Gute Idee. Und jetzt ab zu Ihrer Eva-Gruppe, Sam. Alles klar, ich muss nur noch den Computer resetten, dann bin ich verschwunden. Oh Gott, Sie versuchen durch die Tür zu kommen. Sicherheit! Eindringlinge in Kryo 2! Sam! Sam! Los, wir müssen raus hier! Ja, aber ich möchte dich nicht weiter in der hübschen Grafik angucken. Ja, komm, egal. Hurra. Alles klar, ich wollte nicht mehr angucken. So ist gut, jetzt können wir so bleiben. Okay, wir springen verdammt hoch. Das ist ungewohnt. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ich denke aber, ich muss sich die grünen Türen. Ist das richtig? Da ist nichts grün, hier ist... Lauf mal. Ohne Waffe kann man sich hier schlecht wehren. Grüne Tür. Auf. Oh, hi. Gut gemacht, Leute. Wie wäre es, wenn ihr mir eine abgibt? Ich meine, die Leute hier sind doch bestimmt nicht so ausgebildet. Vielleicht wäre ich da besser. Nein? Okay. Die Sackgasse. Ihr macht das schon. Ja, dann lass mich durch. Der Störer braucht sie dringend auf der Brücke. Ja, ich lasse dich aber nicht durch. Ich glaube, das war die falsche Richtung, die ich gegangen bin. So. Brücke? Bist du es? Nein. Captain Keys? Schön, Sie zu sehen, Master Chief. Es sieht nicht gut aus. Cortana hat alles gegeben. Wir hatten keine echte Chance. Ein Dutzend überlegene Kamm-Schiffe gegen nur einen Halcyon-Kreuzer. Unter den Umständen reichen drei? Okay, vier Treffer. Gut geschlafen? Nicht durch Ihre Fahrweise. Haben Sie mich vermisst? Bericht! Es muss eines der Enterkommandos gewesen sein. Schätze Antimaterieladung. Ma'am, Feuerleitsystem der Hauptkanone ist offline. Captain, die Kanone war meine letzte Angriffsoption. Na gut, neuer Befehl, Cole-Protokoll Artikel 2. Wir verlassen die Orten. Das gilt auch für Sie, Cortana. Und Sie? Gehen Sie mit dem Schiff runter? Sozusagen. Das Objekt, das wir fanden. Ich versuche drauf zu landen. Mit Verlaub, Sir. Es gibt schon zu viele tote Helden. Ihre Sorge ist rührend, Cortana, aber ich kann nicht anders. Das Protokoll ist klar. Vernichtung oder Gefangennahme einer künstlichen Intelligenz ist inakzeptabel. Also verlassen Sie das Schiff. Erfassen Sie einige Notfall-LZs, laden Sie sie in mein Neuralnetz und machen Sie sich auf einen rauen Transfer gefasst. Aye, aye, Sir. Hier kommen Sie ins Spiel, Chief. Bringen Sie Cortana vom Schiff. Schützen Sie sie vorm Feind. Wenn Sie sie kriegen, haben Sie alles. Einsatz der Streitkräfte, Waffenforschung. Die Erde. Ich verstehe. Die Autumn wird Ausweichmanöver durchführen, bis Sie die Landung einleiten. Es wird Sie nicht kümmern, aber ich rate dazu, dass meine Routinen den Endanflug steuern. Gute Arbeit, Cortana. Danke. Sind Sie bereit? Nur zu. Viel Glück, Master Chief. Ihre Architektur und die der Autumn ähneln sich sehr. Kommen Sie bloß nicht auf komische Ideen. Ist nicht geladen, mein Sohn. Munition musst du dir unterwegs suchen. Künstliche Intelligenz und Cyborgs zuerst. Habe ich das gerade richtig gelesen? Alles klar. Sie sind wichtiger als Menschenleben. Oh, ich habe Munition gesammelt. Hilfe brauchen, Chief. Tun Sie Ihr Bestes. Bist du der Böse? Ne, du bist nicht der Böse. Der Held ist der Böse. Okay. Zielen ist nicht anscheinend. Dann schießen wir halt so. Wo müssen wir lang? Da hinten kommen sie. Hey Leute, wie geht's euch? Kopf
runter. Wir sind sofort hier drin, klar? So weit, so gut. Hier muss noch einer sein, oder? Suchen wir sie. Da und der da. Warum hauen die mal ab? Ich dachte, ihr seid diejenigen, die uns angreifen. Müssten wir da nicht eher wegrennen? Okay. So laden wir nach. Das ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Damit wechseln wir. Halten Sie. Was soll ich machen? RB gedrückt halten. Ich konnte nicht lesen, was da steht. Oh, jetzt noch. Gibt's denn Nahkampf? Okay, man muss ducken auch gedrückt halten. Das ist auch gewöhnungsbedürftig. Aber man wird sich schon an Gewöhnung irgendwann. Deswegen heißt es ja gewöhnungsbedürftig. Es bedarf einer Gewöhnung. Weg mit dir. Schon ein Erfolg. Ah, es gibt doch einen Nahkampf. So. Nutzen die Luftschleusen der Rettungskapsel, um ihre Schiffe anzudocken. Wir setzen uns ab und sie gehen rein. Darf ich ducken? Musik, die sehr laut ist, muss ich zugeben. Wo geht's denn lang? Eine Karte wäre jetzt ganz hilfreich. Hier ist... Ah, hier. Hier ist er auch zu. Hi. Einfach mal reinhalten. Einfach mal den Weg hier lang. Das ist ja bei Shootern meist so, dass sie recht linear gestaltet sind. Weg jetzt. Ich will immer mit X nachladen. Aber das ist hier wohl nicht so. Da sind wir hergekommen. Sieht man, wenn man auf den Controller guckt, um zu sehen, wie die Taste heißt. Und dabei den Stick ein bisschen dreht, hat man überhaupt keine Ahnung mehr, wo man hergekommen ist. So, da docken die also an. Von hier hinten? Oh, hi. Nahkampf sollte ich nur machen, wenn es wirklich notwendig ist. Und nicht so das Verfahren. Die haben auch Schilde, die großen blauen. Das heißt, den immer nur einen Schuss reinzusetzen, sich dann wieder zu verstecken, bringt da nicht viel. Da muss man schon durchziehen. Sonst heilt sich deren Schild genauso wie unseres. Ich glaube, ich bin wieder zurückgegangen. So, wo geht's denn sonst lang? Hier sieht auch alles gleich aus in diesem Dreckschiff. Wer baut denn eigentlich ein Schiff, was nur aus Gängen besteht? Ohne irgendwas... Hier ist ja nichts, hier sind ja nur Gänge. Und ab und zu mal solche Kanister. Allianzgruppen im Gang über uns. Ein bisschen unnötig großer Schiff kann das sein.
Jedes Crewmitglied hat seinen eigenen Gang. Wen soll ich sehen? Den Kleinen da? Ach, die kriegen immer Schiss, wenn die Großen sterben. Jetzt habe ich es verstanden. Aber zum Glück wird unsere Munition noch nicht leer hier. Falscher Knopf. So. Das Kommandopersonal weg ist. Viel Glück, Kriegsende. Viel Glück. Die Rettungsstaffeln starten. Beeilung. Ja, ich glaube, wir sollten uns beeilen. Achtung, Sprengsel werden geschossen. Sie zerstören die Rettungskapseln. Die wollen wirklich nicht, dass wir es auf den Ring schaffen. Ja, warum sollten die es auch wollen, dass einer von uns entkommt? Wartungsgänge des Schiffs benutzen. Folgen Sie dem NAV-Punkt. Er führt Sie zu einem Ausgang. NAV-Punkt. Ich glaube, ich habe den gefunden. Navigationspunkte werden vorübergehend auf dem HUD angezeigt. Navigationspunkte geben die Richtung Entfernung wichtiger Einsatzziele preis. Keine Ahnung, was da genau stand. So, hier kommen wir her. Beziehungsweise kommen wir nicht her, aber da werden wir wieder in dem Gang, in dem wir schon mal waren. Das war jetzt nicht unser Ziel, sondern wir gehen lieber mal hier, ne? Ja. Ich erfasse Allianztruppen außerhalb der Gänge. Aha. Aktiviere Bewegungsverfolgung. Suche einen sicheren Ausgang. Das klappt nie. Wir müssen woanders lang. Bewegungsverfolgung zeigt nichts. Moment. Wir müssen durch diese Tür, aber sie ist durch eine Explosion beschädigt. Analysiere. Die Türsteuerung ist offline, aber die Tür ist schwer beschädigt. Es sollte kein Problem sein, die Tür mit ein paar Schlägen mit dem Waffenkolben zu öffnen. Habe ich mir schon fast gedacht. Weil uns noch die Nahkampfangriffe noch nicht beigebracht wurden, bin ich schon fast davon ausgegangen, dass uns das jetzt quasi tutorialmäßig beigebracht wird. Und so war's auch. Schießt noch wer? Ist die Handymap schon die ganze Zeit da unten links? Sie ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen. Ich glaube, die kam eben im Lüftungsschacht erst dazu. Kampfteams Alpha bis November. Begeben Sie sich zu den nächstgelegenen Evac-Stationen. Die Allianz wollte Sie wohl beim Nickerchen überraschen. Oh. Tschüss. Du lebst noch? Du standst eben... Verkackter, overpowerte Gegner. Einfach mal mit in der Explosion und kommt dann, geht dann einfach mal weiter. Ja, nichts passiert. Sackgasse. Hier geht's rein. Hi. Hi. Gerade erst an. Oh ja. Das habe ich mir schon gedacht. Noch ist ja auch nicht viel passiert. Oh, die Schäden an den Aufbauten sind beträchtlich. Ich weiß nicht, ob das die Orte noch lange mitmachen. LT-Granaten. Das war schon besser. Hm.
erstmal raus. Munition wäre mal wieder schlecht. Wäre mal wieder nicht schlecht, so. Und ich sehe auch schon in der Zeit, dass ich jetzt eigentlich den ersten Part beenden müsste, damit ich noch einen ersten Part von Halo 2 aufnehmen kann. Den ich heute noch veröffentlichen muss. Ist noch übrig. Schnell an Bord, bevor sie startet. Ja, wenn ich da hin könnte. Hier. Schön, dich zu sehen, Mann. Ja, hi. Ich glaube, wir sollten mal kurz zur Rettungskapsel. Hier ist aber keine. Ah, Zoom geht aber. Interessant. Aha. Ah, hier. Oh nein, oh nein! Genau der richtige Zeitpunkt abzuhauen. Hau rein. Aye, aye, Sir. Hau rein. Achtung, okay, geh auf minimalen Sicherheitsabstand. Deutsche Synchro, ne? Wir schaffen es doch, Sir. Ich will hier draußen nicht sterben. Seht. Was ist das, Lieutenant? Keine Ahnung, aber da landen wir. Die Autumn, sie ist getroffen! Ich wusste es. Die Autumn beschleunigt. Kies fliegt manuell. Festhalten, wir sind da. 5 Sekunden bis zum Atmosphäreneintritt. Wollen Sie sich nicht lieber setzen? Keine Angst. Daumen drücken. Sie haben welche. Was haben wir? Aufgrund der schlechten Soundqualität konnte ich das nicht verstehen. Ich konnte leider nicht verstehen, was du gesagt hast, meine Liebe. Okay, aber ich würde sagen, das ist eigentlich eine gute Stelle, um einen Erfolg zu bekommen. Pillar of Autumn. Und das ist auch eine gute Stelle, um den ersten Part zu beenden. Die Zwischensequenz nehmen wir jetzt noch mit. Und Erfolg freigeschaltet, das Abenteuer beginnt. Ja, wie gesagt, für die Zwischensequenz schauen wir jetzt noch an und deswegen sage ich jetzt, ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und verpasst nicht den ersten Part von Halo 2, der heute auch noch kommen wird. Also bis dann und auf Wiedersehen. Chief? Chief, hören Sie mich? Endlich. Sind Sie okay? Können Sie sich bewegen? Na gut, dass wir uns nicht hingesetzt haben. Naja, bis zum nächsten Mal.